Kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Kaffee. Ich tue noch einen Schuss gute Laune mit rein. Carla, warum rufst du nicht an? Susanne. Lars. Du machst dir auch Sorgen um Carla? Du auch. Sie kann von uns nicht verlangen, dass wir so tun, als ginge uns das alles nichts an. Sehe ich genauso. Außerdem haben wir drei uns das mal anders vorgestellt. Genau. Sie macht sich überhaupt keine Vorstellung, was da alles passieren kann. Wenn die Wehen erst mal einsetzen. Immerhin ist es ihre erste Geburt. Da kann man sowas gar nicht wissen. Eben. Gut siehst du aus, oder bist du einfach nur tapfer? Was wollt ihr? Naja, heute ist der ausgerechnete Termin und ich wollte sehen, ob du Hilfe brauchst. Wie du siehst? Nein. Hast du alles schon gepackt? Pyjama? Alles dabei? Du hast mir was versprochen, Susanne. Du wolltest mich in Ruhe lassen. Und jetzt bringst du auch noch Lars mit. Willst du mich provozieren? Carla, das war nicht abgesprochen. Wir haben uns zufällig am Aufzug unten getroffen. Ihr seid so egoistisch. Ihr wollt wissen, wie es mir geht. Ihr wollt mir helfen. Ihr wollt euch Sorgen machen. Und was ich will, das interessiert euch überhaupt nicht. Ich will mich einfach nur ganz in Ruhe auf meine Geburt vorbereiten. Und an nichts anderes denken als an mein Baby. Das Allerletzte, was ich im Moment gebrauchen kann, ist Beziehungsstress. Also haltet euch bitte daran, sonst...